Und willkommen zurück. Ich habe so eine gewisse Vermutung, also ja, zu Let's Duo Eleanor, ich habe so eine gewisse Vermutung, dass, falls es euch noch nicht klar war, was wir spielen, dass die Leiche hier eine zentrale Rolle spielt. Oh. So, und zwar wollte ich sie dann gleich mal untersuchen. Crowded street. I've seen everything. Ja, das vermute ich. Ich bin Geschäftsmann sein. Versuche den Kopf und die Arme des Opfers. Guckst du erstmal in der Jacke dann? Klar, wie soll ich dann auch am Kopf anfangen? So, aha. Bank of Arcadia. Alright, alright, yes, it's a dead person. Zahlungsbeleg. Okay, er hat einen Ratenzahlungsbeleg. Offensichtlich behalten wir den nicht. Was ich nicht erwartet habe. Die Spurensicherung kommt hin. So. Das sieht aus wie eine Hand. Auch mit der Leiche zu kuscheln. Weiter. Habe ich aber erwartet. Dann gucken wir jetzt hier mal den Kopf nach. Ja, das sieht auch aus wie ein Kopf. Wieso sollte ich jetzt am Kopf nachgucken? Ich glaube, es war allgemein, dass du erstmal lernst, was du eigentlich mit der Leiche machen kannst. Ich kann am Kopf anfassen. Hier war nichts drin. Und auch hier scheint nichts zu sein. Alles, was wir haben, ist der Beleg einer Bank über eine Ratenzahlung. Alles klar. Dann ist der Kopf hier. Na, nichts mehr. Ja, gut. Schade, was soll's. Dann schauen wir mal die Beweise. Gründlich nach hinten. So, ja, wieder drüber gelatscht. Zu sehen. Können wir auch Zeugen fragen, oder? Ich weiß nicht, ob die da was gesehen haben. Ich glaube, jetzt gibt's hier. Show's over. Keep... Oh, sorry, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. You want to take a look around? Around that's what we the witness can wait, Cole. We've got the perimeter. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Die Zeugen fragen. Ja, okay. Can I help? So, und hier habe ich... Ist das da was auf dem Boden? Ne, das ist die Leiche. Ups, das war ich gar nicht. So, was haben wir denn noch jetzt gerade drin? Guck doch mal, wo es dreimal. Anfang der Schule da ist. Gibt es da vielleicht irgendwas zu sehen? Okay, ah, guck mal hier. Ah, oh, gute Idee mit dem Lammers. Ah, praktische Sache. Ja, was haben wir denn hier? Ja, was für eine Pistole? Ah? FN Browning. Serial 0112. Ein Waffenladen, ja, das klingt vernünftig. Schon. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Okay, das scheint sich zu wiederholen. So, was haben wir hier noch? Noch irgendwas? Kann ein Auto gehen? Ah, Patronenhülsen. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, das sind like 32s. 32er Patronenhülsen. Und die perfekt sehr schwer. Manikürzinger von Phelps kann man auch gerade sehen. Super. Ich wette, das ist wichtig. Ein Streifenpolizisten? Ja, der sollte das haben. Definitiv. Officer Phelps. So, genau. Finger kurz. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are Everett. Galleta. Clovis Galleta. So, jetzt kommt der erste Verhör. Und jetzt müsst ihr und wir natürlich auch zusammen versuchen, ihr Gesicht zu lesen. Okay. Fragen stellen auf der rechten Seite. Ich weiß gerade nicht, was ich drücken soll. Auf Augenzeugenbericht und dann... Nein. Ja. So, Augenzeugen. You think you could tell me exactly what happened? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Boah. Also ganz ehrlich. Also sie guckt ziemlich weg. Es sieht schon so aus. Als ob es Lüge ist. Ich würde sagen, wir zweifeln nicht an. Nein, dazu brauchen wir Beweise, um es anzuzweifeln. Achso. Wir haben keine Beweise, leider.
Okay, und dann mit Dreieck können wir sagen, dass sie lügt. Ich bin dafür. Okay, probier's. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Okay. Wie können wir das jetzt beweisen? Mit einer Pistole? Mit einer Schießerei? Kann man das mit der Schießerei beweisen? Ich glaube nicht. Ich probiere es mal, aber ich glaube nicht. How dare you accuse me of lying? Scheiße. I think you're horrible. Der erste Fall. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. Oh. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es andersrum ist, dass du mit einer Lüge Beweise brauchst und an Zweifeln. Naja, du zweifelst es halt an, aber das musst du nicht beweisen. Weiß ich nicht genau, also können sie beim nächsten Mal ausfinden. Aber ich glaube, wir lagen ganz falsch, oder? Kann es nicht sein, dass sie die Wahrheit gesagt hat? Sah. Die hat so dann so weggeguckt, ja. Ja, ich weiß auch. Dann haben wir das gleich vergangen. Ungeheuer. Wir können ja in den Waffenladen fahren. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Wenn ihr nicht die Leiche wegschaffen. Und später mal. Weiß man weiter. Oh, das ärgert mich total, dass wir das gleich das erste da schon falsch gemacht haben. Das macht ja nichts. Es gibt ja diverse Beweise. Haben wir jetzt auch schon unseren Tierort. Und geh mal den Stau hier. Der. What did I tell you about ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Street. She's a store assistant. Steht einfach nur Street. Okay, die Straßennamen sind generell. Das ist die Street und das ist der Boulevard. You need to pour some sugar on these. Oh, auf die Karte. Achte mal darauf, was die gerade sagen. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Genau, die haben nämlich tatsächlich gerade sind darauf eingegangen, was wir gesagt haben zu ihr. Das finde ich sehr interessant. Das wäre jetzt, hätten wir gesagt, sie sagt die Wahrheit, wäre ein anderer Dialog gewesen. Unser Kollege hat uns nämlich gerade gesagt, wir sind viel zu raum hier umgegangen. Deswegen glaube ich nicht, wir hätten zum anzweifeln sollen. Eine Lüge klingt ja auch schon so. Es ist so anstrengend zu reden. Eine Lüge klingt auch schon so, als wir dafür Beweise bräuchten. Ich meine, du sagst dir ja doch eindeutig, dass du das für eine Lüge hältst. Das haben wir schon bei unserem Waffen da auf dem Weg abblockt. Ja, das war ja. Das war ja. Sirene an. Ich will mal wissen, in welchen Waffenladen wir gehen müssen. Ja, na gut, sie nehmen glaube ich immer den dichtesten, in der Hoffnung, das passt. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ist das gleiche Juwelier? Oder war das eben was in die Juwelier-Geschäft, in dem wir drin waren? Nee, es war ein Schuhladen, meine ich. Oh, mein Auto ist weg. Da vorne steht es. Es wird automatisch geparkt, dann natürlich. So hat jemand mein Auto umgeparkt. Ich habe nicht mal 10 Sekunden an. Ah, nee. Wir sind. Okay. Nee. Was soll's? Auf zum Juwelier. Schuhgeschäft, tatsächlich. Das ist ein Schuhgeschäft. Ich wusste das doch. So, auf zum Juwelier. So. Oh, es ärgert mich immer noch, dass wir das da eben. Bekommen haben. An der Kasse an der Seite, der war schon da, als wir das Auto bekommen haben. Ja. Das ärgert mich total. Was soll's. Ich kenne aber, es sah wirklich so aus. Vielleicht können Leute mal ein bisschen lesen. Alles gut, alles gut. Ja, aber wir hätten uns alles falsch gemacht. Deswegen. Gucken, was Edgar hier zu sagen hat. Oder
Vielleicht hat sie auch die Wahrheit gesagt und einfach nur so scheiße geguckt. Die Geschichte klang ja an sich schlüssig. Ja. Das kann man ja nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass gleich ein erstes sowas ist. Dass sie halt erstmal wegguckt bei dem ersten Fall schon und das so zu täuschen. Ich glaube, sie hat ja erst danach weitergeguckt. Are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Das sieht irgendwie. Was jetzt aber gleich wegläuft. Son of a bitch! Go, Cole, go! Jetzt darfst auch du mal eine Verfolgungsjagd machen. Also man hat schon, da hat man gerade auch in seinem Gesicht gemerkt, dass er da liegt. Ja. Oder? Ist doch, wirkt ja schon so, als ob er dann halt auf die Erdbeeren ist. Du kannst auf ihn schießen. Ich schieß gleich in die falsche Feuer. Schieß. Nein! Ah! Ja, warte, aber hier erwische ich ihn gleich. Nein, oh, ich muss auf ihn zielen. Ich muss auf ihn zielen. Gott. Das wird hier noch eine lange Verfolgungsjagd. Macht euch schon mal auf ein zweistündiges Let's Play. Bis Pascal den mal endlich kriegt. Es geht mit dem nächsten Fall weiter in Episode 37. Das sieht gut aus. Yes! Hab ihn! In die Luft geschossen. Scheißegal, dass die Kugel auch mal wieder kommt. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Wahrscheinlich kannte sie diesen Edgar. Und er ist total glücklich. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal to supervise. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. Jetzt kommst du ran. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Sieht aber schon nervös aus. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Oh ja, wir haben Beweise für die Schießerei. Es sieht nicht gut aus, wenn es wirklich tatsächlich seine Waffe ist. Und er müsste es sein. Doch, kriegen wir das hin. Alle Beweise sprechen gegen ihn. Werden wir diesmal das Richtige anzweifeln? Werden wir die Lügen entlarven? All das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis gleich.